bin Jean-Marie Biver, geboren zu Dilling 1957. An Santa 1973, damals bin ich die Entscheidung geholt, für Mola zu gehen. An Santa 1980 lebe ich am Meisleck als freischaffender Mola. Ich habe am Anfang Landschaften gemalt, das ist quasi Autodidakt. Ich habe am Anfang von Kunstgeschichte, von Kunst gemalt, keine Ahnung gehabt. Ich habe einfach gemalt, ich habe gerne gemalt. Und dann habe ich löse die Kunstgeschichte komplett nachgeholt und geguckt. Und natürlich habe ich, wie ich vorhin, meine Ideen. Ne? Aber ich habe am Anfang ganz einfach angefangen, die Leute hier tiefer zu malen am Anfang. Und ich habe 30 Jahre lang geschafft, also nicht gerade 30, aber gut 25 Jahre lang geschafft, für Sachen zu suchen, die an der Welt viel gehen, für mich zu wehren. Wie viele Verjunken, die wird sich auch gegen Tourneen, die nicht schön sind unbedingt. Und los habe ich gemerkt, dass das funktioniert, wie den Don Quixote, der gegen Pfandmühlen kämpft. Und los habe ich auch gemerkt, dass der Käfer auf den Boden kriegt, par rapport zu der Konkurrenz von der Presse, von dem Fernsehen, vom Internet, von all den Vehikeln, die da dauernd die Misere aus der ganzen Welt frei Haus servieren. Und ich habe mir vorgestellt, was für eine Malerei kannst für eine Zeit machen, die etwas bringt, die den Leuten etwas schenkt und nicht ihnen etwas weghält. Und die beste Lesung, die ich fand, ich weiß nicht, ob das so nicht, dass es eine Patentlesung ist. Aber das ist einfach, ich wohne hier, ich gucke zu meinem Fenster raus, was gesehen ist. Ich sehe hier nach Natur, ich sehe etwas, was Schönes. Ich sehe noch einen immens großen Raum. Heute ist es ja wirklich so stimmel an der, wenn da nur rumkommt, dann ist es gesehen am Auto. Das ist ein immens Raumgefühl. Und all die Sachen, die Hundleute halt nicht mehr, die gucken ja alle über den Neko. Die hängen ja mehr um Handy oder für den Fernseher oder für einen Computer und an einer Stadt. Wir leben in einem großen Raum, das ist ein immenser Luxus. Und ich habe mir gedacht, wenn du die Sachen du malst, wenn du die siehst an der Malerei, nicht mehr auch siehst, dann fängst du die Leute etwas, einen Platz in etwas wegzuholen. Du bist ihnen noch Mut, eine Kraft, eine Schönheit. Das war so, wenn die Lesung gespannt haben.